Gilt die Corona-bedingte Hinzuverdienstgrenze bis zur Regelaltersgrenze, wenn ich 2021 in Rente gehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe wieder eine ganz interessante Schnellfrage bekommen. Dort wollte ein Versicherter, ein zukünftiger Rentner wissen, der will 2021 dieses Jahr in Rente gehen, in eine vorgezogene Altersrente. Und ihm ist klar, dass die neue Corona-bedingte Hinzuverdienstgrenze von 46.000 Euro für ihn sehr interessant ist. Und er geht nächstes Jahr im März 2022, wird er seine Regelaltersgrenze erreichen. Und er denkt, dass er, wenn er dieses Jahr in Rente geht, dass er sozusagen diese 46.060 Euro bis zum 31.03. sozusagen mit rübernehmen kann in das neue Jahr. Nein, so ist es natürlich nicht gedacht. Die neue Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro, die für das Jahr 2021 für vorgezogene Altersrenten gilt, die gibt es nur bis zum 31.12.2021. Wer also in diesem Jahr noch die Regelaltersgrenze erreicht, für den ist es ja sowieso kein Problem, für den gilt die Hinzuverdienstgrenze bis zur Regelaltersgrenze. Wenn ich aber im Jahr 2022, also nach 2021, erst meine Regelaltersgrenze oder das Lebensalter dafür erreiche, dann gilt ab 2022 wieder die neue alte Hinzuverdienstgrenze von derzeit 6.300 Euro. Diese ist ja nur zeitlich befristet angehoben worden auf 46.060 Euro bis zum 31.12.2021. Daher gibt es hier kein Abo- oder Mitnahmeeffekt, sondern es gilt ab dem 1. Januar 2022 die neue Hinzuverdienstgrenze, die neue alte Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro für Altersrenten und Hinzuverdienst. Zu dem Begriff Hinzuverdienst zur Rente nochmal ganz kurz. Der Hinzuverdienst wird nur auf sogenannte vorgezogene Altersrenten angerechnet, wenn er eine bestimmte im Gesetz festgelegte Hinzuverdienstgrenze überschreitet. Diese Anrechnung findet grundsätzlich sein Ende mit Erreichen Ihrer individuellen Regelaltersgrenze. Danach, also nach Erreichen der Regelaltersgrenze, können Sie monatlich so viel dazu verdienen, wie Sie wollen. Das können Millionen im Jahr sein oder im Monat, das spielt überhaupt keine Rolle. Das wird nicht mehr an die Altersrente angerechnet. Steuern müssen Sie dann natürlich darauf zahlen, das ist ganz klar. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.